Ja, glaube, das doch, dann. jetzt geht's weiter. Ja, dann jetzt geht's weiter. Es geht Weiter. weiter. Es geht weiter. Heiter weiter. Das tut doch automatisch weitermachen, oder nicht? Kein Plan. Ich habe jetzt nicht. einfach gedrückt. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt weitergeht. Und wenn nicht? Hoffen wir es. Tja, wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich ja, wie gesagt, dann sollst du versuchen, einfach hier Aufnahmefunktion zu starten. Dann sagt entweder, dass es aufnimmt oder dass es. Videoclip hochladen. Es läuft da also noch. Nein, na. Das erscheint immer, auch wenn du gerade nicht aufgezeichnet hast. Mann, wie gucke ich denn das jetzt, ob das jetzt geht oder nicht? Technische Probleme. Ist das nicht schön? Hast du schon wieder technische Probleme? Oder wer? Nö, ich meine dich. Weil ich nicht weiß, ob du aufnimmst oder nicht. Ich denke also mal, ich nicht weiter auf. Ich denke mal, dass ich aufnehme, ne? Wie gesagt, versuch einfach mal mit den Tastenkombinationen für Aufnahme starten zu starten. Wirst ja sehen, ob denn was da steht. Jetzt nehme ich auf. Na siehst du. Also na, auch für dich. Also wenn der Clip gespeichert ist, nochmal doppelt drücken und dann. Ja, also bei mir läuft schon das jetzt weiter. Was hab ich eben. Ach, Mann. Aber da das ja eh alles nur. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken. Das heißt, wenn ihr jetzt bei Big Zero oder bei Lazarus Phoenix schaut, werdet ihr auch zuhören, wie dämlich ich mich angestellt habe beim Aufnahmedrücken. Also streng genommen landet das nicht bei meinem Let's Play-Kanal, sondern bei meinem zweiten Kanal. Nexus. Ja, so heißt der Kanal. Ja, ich stelle mich da eh immer mit meinem richtigen Namen vor. Also André. Einfach persönlicher. André the Giant. Ja, schade, dass der tot ist. Ja. Ein guter Wrestler. Ein guter Wrestler. Ja. Ultimate Warrior ist auch tot. Ja, dieses Jahr. Der hat es gerade noch Umaga. So in die Hall of Fame geschafft. Umaga ist ja auch gestorben. Ja, weißt du, wer leider auch tot ist? Eddie Guerrero. Ja, der ist schon lange tot, genauso wie Chris Benoit. Ja. Wer trauert denn um Eddie Guerrero? Nur ein paar haben's. Ja. Chris Benoit ist ja auch gestorben. Der hat allerdings seine Familie umgebracht und danach sich selbst erhängt in seinem Fitnessraum. Oha. Deshalb die WWE nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Es gab Leute, die haben Chris Benoit in Spielen erstellt bei 2K15 und wurden deshalb gebannt. Nur weil sie ihn erstellt haben. Weil die wollen echt nichts mehr mit denen zu tun haben. Mit Benoit. Halt eben, weil er seine Familie umgebracht hat. Ja. War der geistig gestört oder was? Schön, man weiß es nicht. Vielleicht der Stress. Wahrscheinlich, vielleicht hat er auch Drogen genommen, keine Ahnung. Ist ja leider verbreitet da im Sport. Beispiel Jake the Snake Roberts, war ja auch dafür bekannt, dass er drogensüchtig war. Jim Neidhart, Bruder von Bret Hart zum Beispiel. Ebenfalls drogensüchtig gewesen. Musste in den Entzug gehen. Den ihn aber wesentlich BB. Mir hat richtig Jake the Snake Roberts gefallen. Ja, der hat ja auch immer diese Schlange dabei gehabt. Der hat ja mal dann in einem Interview gesagt, er musste Drogen nehmen, um überhaupt anzutreten. Also damit er überhaupt in der Lage war, rauszugehen und zu kämpfen. Eieiei. Ja, es ist. Wo ist das? Ja, egal. Lieber anderes Thema, heiteres Thema. Vor allem, wenn die da Drogen nehmen, ne? Wir hatten hier Runde. Also ich hab noch keinen. Bei mir im Spiel. Und hier im Real Life auch nicht. Ich hab nur eine Katze, die liegt gerade in meinem Bett und schläft. Okay. Was denn? Eiskalt, was? Einfach mein Bett weg. Wo? Da liegt doch keine Katze. Achso, du hast ja in Real Life eine Katze. Ja, ich hab eine. Ja, die liegt gerade in meinem Bett und schläft. Oh, noch ein Kommentar, was gibt's? Unreal Studios, ach hey. Hallihallo, Member, wie geht's?
Siehst du mich auch mal Streams, Apex, ne? Nicht nur dich. Wow! Ja, normalerweise gucke ich immer bei ihm zu. Hast du es eben gesehen? Nein, hat natürlich keiner von euch gesehen. Oh, da war ein Creeper. Da waren gerade ein Enderman. Okay, was ist hier jetzt passiert? Der hat einen Erdblock geklaut. Tja, sucht er. Ey, das sieht aber nicht aus wie ein Erdblock. Das finde ich bei Enderman sowieso immer lustig, dass die irgendwelche Blöcke klaut und einen dann anfangen damit zu hauen. Der Zombie haut immer einen mit dem, was er gerade in der Hand hat. Ja, was meistens eigentlich gar nichts ist. Ja. Hast du mir jetzt die ganze Zeit die Hunde geklaut? Was habe ich geklaut? Meine Hunde. Nein. Ach nee, warum hast du da welche? Die habe ich mir selbst geholt. Alter. Oh, hier ist ein Hund. Hallo? Hallo. Gut, du hast mehr kommen. Ah, ja. Freut mich immer, dass es dir gut geht. Ich kann soweit eigentlich nicht klagen. Ich habe endlich meinen Zweitkanal gestartet. Doch, er beklagt sich. Er darf es nur nicht erwähnen. Alles klar, dann schlafen wir bei Router neu. Ja, scheinbar hat seine Freundin schlechtes WLAN. Das lädt immer nach den Stream. Ja. Komm hier. Mein Gott. Das Birkenholz, ja, das ist ganz gut als Boden. Passt den ganzen Stack, damit möchte ich auch den ganzen Boden hinkriegen. Was übrig bleibt, kommt in die Leiter. Ich bleibe meinen Boden fertig. Oh, ich hole mir bald mal ein neues Headset. Weil das, was ich habe, habe ich ja noch von der PS3 und wenn ich das eine Weile auflasse, tut mir übelst die Ohren weh. Ah, hast auch dein Gaming-PC, das ist schön. Ich brauche zwar eine neue Grafikkarte, weil meine einfach heiß ist, aber ja, klar. Ah! Runtergefallen. Ja. Aber ja, klar, können wir machen, können wir gerne mal zusammen zocken. Natürlich auch gerne mal wieder zusammen streamen, zum Beispiel haben wir ja immer noch Either One offen. Mehr damals gemacht, quasi so als Wettbewerb, wer schneller vorankommt. Das ist so ein Point and Click Rätsel-Game. Nicht schlecht. Wird inzwischen auch im Laden so verkauft, als Retail-Version. Ja, ist halt so. Ja, wie geht's bei euch voran? Was macht ihr gerade? Klingt komisch, ist aber so. Ja, wie meinst du jetzt? Verstanden. Na euch. Ich bin gerade wieder daheim, war gerade ein bisschen rumlaufen, oder das Fleisch hat eine Weile gebraucht, bis es fertig ist. Und jetzt wird es Nacht und jetzt fliege ich mich gleich hin. Ja. Schon wieder nach so eine Kacke hier. Ich mach gerade meinen Fußboden, also bei mir geht's wirklich schon voran. Voran. Es geht voran. Voran. Quack, quack. Du kannst nur nachts schlafen, mein Freund. Geil. Sehr geil. Ich kann im Bett liegen. Ist jetzt vielleicht Nacht. Ja, jetzt kann ich. Oh, ich sehe wieder den Sonnenuntergang. Leider wird er von meinen Balken. Du kannst nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ja, genug. Okay, jetzt. Jetzt, okay. Lol, der sieht richtig cool aus, wenn ich mal in die Richtung gucke. Ja, hallo? Alle Spieler sind nicht gleichzeitig im Bett. Ich blicke genau in den Sonnenuntergang. Das war geil. So, jetzt kann ich weitermachen. Weiter mit dem Fußboden. Das Haus sieht gar nicht mal so schlecht aus von beiden. Hä? Das ist von Lazi. Das ist das erste, was ich sehe, wenn ich morgens aufstehe. Das Haus von dem. Ja, kein Wunder, sieht jeder, glaube ich. Nee, ich bin, ich habe keine Fenster. Ach, da ist Uschi sein Haus. Ja, da ist es ja. Das ist so versteckt hinter der Erde. Ja. Unter der Erde, ai, ai, ai. Das ist der neue, das ist Vault 112. Der Hobbit 2.0. Hobbitdorf. Kann man auch irgendwo anlegen, so ein Hobbitdorf. Er ist eigentlich der Hobbit, na? Nur mal so. Er ist Gandalf. Gandalf lebt unter der Erde? Bei uns schon.
Bei uns ist Gandalf obdachlos, deswegen lebt unter der Erde. Das ist nicht Gandalf, das ist der alte Harry Potter. Der in die Jahre gekommene Potter. Der Ruhm ist verblasst. Deswegen bezahlt ihn keiner mehr. Oh, ist schon blöd. Wenn sowas passiert, ne? Brauch mehr Birkenholz für meinen Fußboden. Hier, apropos, ich werde natürlich auch die Links von den anderen Videos meiner Mitstreamer, Mitkollegen ebenfalls in meinen Kanal verlinken. Ja? Das ist schön. Die Kanäle sind doch schon verlinkt. Sind sie da? Nee, okay. Ich glaube, er hat uns noch nicht verlinkt. Doch, doch, ich natürlich. Ich nicht auf seiner Kanalseite machen jetzt. Aber apropos Links, die Links von meinen Mitspielern findet ihr natürlich in meiner Beschreibung. Also ruhig nachgucken. Wir sind und auch links. Schön abonnieren, wenn ihr schon mal dabei seid. Ja, sehr wenig. Wir sind immer links, nicht rechts. Ne? Ja. Was? Ich sitze meistens in der Mitte. Ja. Ganz fein jetzt rausreden hier, der Rassist, ne? Wer ist Rassist? Er ist doch der Rasenfänger. Der Finger im Roggen. Der Held vom Erdbeerfeld. Ich schock mich jetzt in den Weizen. Soll ich reinkacken? Das wäre ein guter Dünger. Also ich hätte erstmal keinen Hunger auf Brot. Also es gibt halt, nur Brot, ne? Ich hätte dann erstmal keinen Hunger auf selbstgemachtes Brot. Das ist alle das Einzige, was da ist. Das Brot. Ba, 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 ba. Wir sitzen noch alle im selben Boot. Alle zusammen und tanzt das Brot. Das kenne ich auch noch. Wenn man nachts nicht schlafen kann, einfach mal auf Kika gucken. Da kommt das meistens. Ja. Ich weiß gar nicht mal, ob es heute noch kommt. Ja, da kommt das, aber ja, immer was anderes. Ja, das heißt, was anderes zur Zeit kommt, das hier, wo Bernd online geht. Ach so, okay. Weil mit diesem komischen Spiel wurde, dein Kohl vor gefräßigen Zombies schützen musst. Also so ein Spiel würde ich auch gerne mal spielen. Du störst einen Menschen mit Laserkanone und da kommen Zombies an und wollen dein Kohl fressen. Das ist nicht unbedingt sinnloser als jedes andere Spiel auf Facebook. Yay, ich hab den Fußboden fertig! Wow. Yay! Yay. Level up! Fast vorbei. Ja, stimmt, die ist was vorbei. Ah. Aufweisen. Ja, wer macht die Abmod? Wer macht kann das? Kann ja mal der Big machen. Was? Ja, genau, Big, mach du das. Die Abmoderation. Achso. Ja. Alle zusammen. Ja, ich komme. Huch, jetzt habe ich mein Feld kaputt gemacht. Dracula! Das ist Batman. Batman. Ja, ich bedanke mich mit diesem schönen Bild der Fledermaus, die hier gerade uns kirre macht. Oder zumindest einen von uns, den Satan höchstpersönlich. Und beende die Folge mit diesen schönen Bildern der Jagd nach der Fledermaus, die niemand erwischt. Hat sie gewonnen. Betreut ihn. Sie betreut ihn. Okay, ich beende die Folge. Du auch, Uschi? Ja. Okay. Ja,